Meinst du denn, ist Regenwetter in anderen Rennarten nicht ganz so dramatisch wie in der Formel 1? Meiner Meinung nach gibt es da keinen großen Unterschied, abgesehen von den beängstigenden Überholgeschwindigkeiten, die man bei Sportwagen in verschiedenen Kategorien auf der gleichen Strecke vorfindet, ist das Rennen im Regen immer gleich. Der größte Unterschied zur Formel 1 ist natürlich das offene Cockpit. Einerseits werden die Fahrer kalt und nass sein, doch ist es leichter, sich Tropfen vom Visier zu wischen, als den Schmutz von einer Windschutzscheibe. Also ich glaube, dass es nicht zu viel ausmacht. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Raikkonen, Valtteri Bottas und Verstappen. Massa, Hülkenberg, Sainz Junior und Esteban Ocon. Perez, Stroll, Romain Grosjean und Quert. Palmer, Alonso, Kevin Magnussen und Pascal Wehrlein. Eriksson und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Thank you.
Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalken. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich war das Lance Stroll. Er ist vom Start weg bis ins Ziel nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Darauf kann er wirklich stolz sein. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.